Hallo Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Heute habe ich ein super schnelles Rezept für euch, und zwar ein Eiweißbrot. In 5 Minuten hergestellt, in den Ofen rein, Brot genießen. Bleibt lange frisch und ist sehr lecker. Für das Eiweißbrot brauche ich 7 Gramm Backpulver, 7 Gramm Salz, 3 Eier, 225 Gramm Magerquark und 150 Gramm Haferkleie. Ich weiß, der eine oder andere wird jetzt sagen, hey, das ist aber Kohlenhydrat. Stimmt, aber sehr hochwertige. Drum habe ich hier im Rezept auch Haferkleie. Zudem brauche ich eine Keksform. Die hat eine Länge von 22 cm, eine Breite von 9 cm und eine Höhe von 6 cm. Diese spraye ich mir gleich mit Backtrennspray aus. Alternativ können diesem Rezept auch noch Nüsse und Kerne beigegeben werden. Ich habe jetzt hier je 15 Gramm Pistazienkernen, Pinienkernen, rohe Mandeln und Walnüsse. Alles grob gehackt, und das kann ich dann dem Brot beigeben, wie auch oben belegen mit der Nussmischung. Alternativ gehen auch Sesamsamen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Chiasamen. Ist eigentlich alles möglich. Ich habe mal hier was Spezielles gewählt, was man nicht immer sieht. Was du gerne hast, kannst du ins Brot reinmachen. Nächster Schritt, die Eier werden getrennt. Eiweiß wird aufgeschlagen, Eigelb kommt in die Schüssel. Zum Eigelb kommen alle anderen Zutaten dazu. Die Haferkleie, Magerquark, Salz, Backpulver, eine Handvoll Nüsse. Das Ganze wird durchgemischt. In dieser Zeit das Eiweiß aufschlagen. Wenn du viel Eiweiß aufschlägst, dann wird dieses hier ein bisschen komisch aussehen, denn Eiweiß schlägt man normalerweise immer mit Zucker auf. Dann gibt es eine ganz andere Struktur. In diesem Fall wollen wir das nicht. Darum ist es ein bisschen flockiger als sonst. Das ist kein Problem, das ist völlig normal, denn der Zucker gibt eigentlich die Stabilität. Dann gebe ich das Eiweiß bei, hebe es unter den Teig. Und fülle mir alles in die Backform rein. Wenn du wissen willst, wie viel Platz in deiner Backform ist, dann einfacher Trick, einfach die Backform mit Zucker füllen, auf die Waage stellen, dann hast du das Gewicht, wie viel Teig in deiner Form Platz hat. Dann oben alternativ noch etwas Nussmischung oben beigeben. Und bei 190 Grad in den Ofen schieben. Nach 40 Minuten ist das Brot schön gebacken. Zum Auskühlen auf ein Gitter geben. So sieht das Ganze aus. Sehr saftig. Das Brot bleibt jetzt ohne Probleme 4-5 Tage wirklich schön weich und saftig. Sicher mal was anderes. In 5 Minuten hergestellt, 5 Minuten Arbeit, in den Ofen, Brot fertig. Eiweißbrot, Rezept zum Nachlesen findest du hier. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, abonniere den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.